Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im Toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdorrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Meinst du, er ist ein Soldat? Würde mich wundern, wenn nicht. Ein neues Schwert brauche ich auch. Dann musst du mit Schneedorn sprechen. Der Boden im Waschraum hält also wieder? Ja, der hält. Fürs Erste jedenfalls. Was denn? Immer noch Hunger? Wenn du lesen kannst, lass es Otto nicht wissen. Sonst ergeht es dir wie mir und er spannt dich bei der Buchhaltung ein. Höchst bedenklich. Wenn Sid nicht irgendwelchen Gerüchten nachjagt, hockt er nur noch in seinem Zimmer und brütet über sein... Nimmt einfach kein Ende. Ich kehre hier schon den halben Tag. Arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht
und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Hab im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an.
Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Götz danken. Das bringst du gleich wieder zurück. Und sag dem Hohlkopf, dass ich nur für Dinge bezahle, die ich auch bestellt habe. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft! Decken und nicht trödeln. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Taya war die Frau bei Jill. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht.
Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Aufgenommen? Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten! Du machst mich noch arm, mein Junge. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld.
Fertig. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Vielleicht Hilfe da drüben. Du sollst bitte rühren. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre?
Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Warmes Essen. Hatte ich ewig nicht mehr. Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber iss besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Das war der Letzte. Also zurück zu Kenneth. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei, und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen, und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen, meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Titan hat die Eisernen ganz schnell das Weite suchen lassen. Ha, ihre Esper hat da wohl auch keinen Unterschied gemacht. Thank you.
hin als nächstes? Vorerst bleiben wir hier. Ich habe gehört, Sie seien Ihren Herren in der kaiserlichen Hauptstadt entkommen. So wie Sie zugerichtet sind, war es auch höchste Zeit. Wo Sie herkommen, ist doch egal. Hier fehlt... Verdammt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da! Wie gerufen! Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Na gut, ich helf dir. Ah, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister, aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Ich habe gehört, Sie seien Ihren Herren in der kaiserlichen Hauptstadt. Fass dich kurz. Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Es ist so. Wie auch immer. Und was darf sein? Pass gut drauf auf, ja? Was das? Gut. Wie? Gehst
du etwa schon wieder? Dann, pass auf dich auf. Sid hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war. Mit der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr. Dein Brandmal. Damit könnte Tarja dir vielleicht helfen. Du wurdest zwar als Sklave geboren, aber jetzt bist du ein freier Mann. Es hilft doch nichts. Das wissen wir erst, wenn du... Die Äpfel sind mir viel zu sauer. Willst du lieber gar keine haben? Na? Bist du auch ein Streuner, der Sid nachgelaufen ist? Das waren wir fast alle mal. Ob groß oder klein oder irgendwo dazwischen. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Otto wird die Sache schon unter Kontrolle haben. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Das ist, ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich ja einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Tung ist ja vielseitig. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen.
Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Tödliche Viecher. Aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Er sucht Beute. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes Viech. Wird ihn ja füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Gehen wir ihm einfach aus dem Weg. Ach, ich hab vergessen zu erwähnen. Von den Sträuchern hier solltest du nichts pflücken. Und das wird erst jetzt ein. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgal! Ich gehe wieder vor.
nach dir. Herzlichen Dank. Ruinen. Sogar hier gibt's die. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen!